Was auch so ein Problem ist für uns im Süden teilweise, sehr großes Problem, Wildschweine. Die machen natürlich keinen Halt, auch vor guten grünen Flächen. Ich habe mal hingeschrieben, Grünlandumbruchverbot. Das kennen die Freunde kennen das nicht. Grünlandumbruchverbot kennen die wohl nicht. Und es ist dann auch sehr schade, wenn die Flächen saniert wurden, so wie hier, und diese Jungs kommen halt, ja. Das ist ganz schlecht. Es gibt auch eine Möglichkeit, wo ich meine, die funktioniert sehr, sehr gut, aber nicht immer. Da ist dann auch die Bodenfeuchtigkeit wichtig, der Niederschlag, die Temperatur. Wir haben dann schon im Herbst Schwefellinsen ausgebracht. Jetzt ganz gezielt im Herbst. Die lösen sich dann bei Niederschlag und Wärme. Und dann, ja, dann fängt es an zu stinken. So sehen wir das. Und dann kommen die Wildschweine nicht zusammen. Aber was wir machen, ist eben zu jedem Schnitt versuchen wir mineralisch mit Schwefel dazu zu düngen. Deswegen der Schwefel auch nicht nur wegen dem Gras, der mineralischen Düngung, sondern auch wegen diesen Freunden an Wildschweine. Dass die einfach immer wenn sie Schwefel haben, da können wir nicht hin. Ich meine, es funktioniert, aber das ist so eine Meinung, ja. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.